Gut. Dann starten wir jetzt mit dem letzten Firmenvortrag vor unserem Abschluss an der Bar. Das heißt, nur die beiden Kollegen stehen jetzt noch zwischen mir und dem Umtrunk. Herr Ellenrieder, ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend, Frau Grund-Ludwig. Herr Ellenrieder von Hasid. Hasid ist ein Hersteller von nochmal einem anderen System, und zwar von einem System, über das, glaube ich, viele Leute noch nicht so richtig viel wissen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir Sie hier dabei haben. Es geht nämlich um das Thema Dämmputz. Und wir haben nicht nur den Herrn Ellenrieder als Produktmanager, sondern wir haben nachher in der Einblendung auch noch Georg Gentner von Cabot dabei, der sehr genau erklären wird, wie dieses Produkt eigentlich funktioniert. Da bin ich sehr gespannt. Herr Ellenrieder, Sie legen los. Ja, danke. Vielen Dank, Frau Grund-Ludwig. Ich freue mich, hier sein zu können mit dem Thema energetisch sanieren mit Aerogel-Dämmputz. Mittlerweile, es drehen sich ja die letzten 2 Tage oder gestern, heute dreht sich alles um Gebäudedämmung. Wir wissen, Gebäudedämmung spart Heizenergie, macht unsere Häuser bereit für die Wärmepumpe und ist auf jeden Fall nachhaltig. Es gibt eine unglaubliche Auswahl an Dämmstoffen. Die Platte, die Dämmplatte an sich dominiert von links nach rechts, sehen wir Holz-Weichfaser, mineralische Dämmstoffe in der Mitte, ganz rechts Polystyrol-Dämmstoffe, alles Platten. Wenn man uns jetzt die Wärmeleitfähigkeiten anguckt und den gleichen Wärmedurchgang nimmt und vergleicht, dann ist es beispielsweise so, 13 cm Fichten-Vollholz dämmen ähnlich gut wie eine Polyurethanplatte. Oder eben wir sehen auch Dämmputze, Perlitdämmputz ist ein mineralischer Dämmputz oder mit Styropor gefüllt, mit EPS gefüllter Dämmputz. Und in dieser Darstellung fällt auf, dass ein Aerogel-Dämmputz Fixit 222, dass der besonders hervorsticht. 2,5 cm ungefähr entsprechen 13 cm Fichtenvollholz. Das ist enorm, das ist extrem. Und wie das funktioniert, wie das geht mit den Aerogelen, das erklärt uns Georg Gärtner, Physiker von Cabot, dem Hersteller von Aerogelen. Bitte schön, Mats ab. Gärtner, ich arbeite für Cabot Aerogel und wir stellen im Industriepark Höchst in der Nähe von Frankfurt Aerogel in Granulatform her. Und der Herr Ellenrieder hat es schon angesprochen, das Aerogel ist ein extrem effektiver Dämmstoff, mit dem er insbesondere extrem gut dämmende Dämmputze herstellen kann. Und ich möchte darauf eingehen, warum das so ist und was das Besondere an dem Material ist. Das Material, was wir machen, besteht aus Siliziumdioxid. Silica ist der gleiche Grundstoff, aus dem auch Glas und Sand besteht. Ist also chemisch gesehen relativ unspektakulär. Was wir machen, ist eine Kieselsäure. Kieselsäure gibt es schon seit knapp 80 Jahren, werden großtechnisch hergestellt und werden oft als Additive bei Beschichtungen, Farben und auch im Lebensmittelbereich oder in der Kosmetik eingesetzt. Das Besondere an unserem Material, an dem Aerogel, das ist die Struktur des Teilchens. Wenn man reinguckt in das Teilchen, dann sieht man, dass man keine geschlossene Oberfläche hat, ist also keine Hohlkugel oder sowas, sondern wir haben eine schwammartige Struktur, aus der dieses Teilchen ausgebildet ist. Und davon wiederum das Besondere ist die Größenordnung, in der sich das abspielt. Diese Poren, die hier entstehen, die haben eine Ausdehnung in der Größenordnung von einem Tausendstel des Durchmessers von einem Haar. Die sind also extrem klein. Und um jetzt zu verstehen, warum das wichtig ist, muss man sich vergegenwärtigen, wie eine normale Dämmung funktioniert. Und alle herkömmlichen Dämmstoffe, die funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise. Die enthalten viel Luft und sorgen dafür, dass die Luft sich im Dämmstoff nicht bewegen kann. Also letztendlich am Gebäude sorgen sie dafür, dass sie eine ruhende Luftschicht um das Gebäude haben und die dämmt dann. Genauso wie das eine Daunenjacke an ihrem Körper macht.
Wenn man diese Dämmstoffe jetzt verbessern möchte, dann stößt man aber an eine physikalische Grenze. Und das liegt daran, dass die Hohlräume, also die Zwischenräume in diesen Dämmstoffen verglichen mit der Größe von den Luftmolekülen riesengroß ist. Das heißt, in diesen ganzen Dämmstoffen, da sitzen aber Milliarden Luftmoleküle drin, die bewegen sich, die stoßen fleißig aneinander und die tauschen dadurch Energie aus und bewirken eine bestimmte Wärmeleitung. Das heißt, wenn man die Dämmstoffe verbessern möchte, dann muss man einen Weg finden, um diese Bewegung zu unterbinden und vor allem das Aneinanderstoßen von den Luftteilchen zu unterbinden. Und das kann als einziger Stoff das Aerogel, weil die Struktur des Aerogels tatsächlich so klein ist, dass sie in einer ähnlichen Größenordnung ist wie die Abstände von den Luftmolekülen. Und dadurch haben sie eine Struktur erzeugt, die einen Lambda-Wert hat, der nur noch in etwa halb so groß ist wie der von der ruhenden Luft in anderen Dämmstoffen. Oder verglichen mit dem Lambda-Wert von anderen Dämmstoffen, wenn ich jetzt Polystyrol oder Mineralwolle als Standard nehme, ist der Lambda-Wert ungefähr nur noch ein Drittel so groß. Das heißt, das Aerogel ist ungefähr dreimal so effektiv wie ein herkömmlicher Dämmstoff. Um sich diese Größenordnung noch so ein bisschen zu vergegenwärtigen, kann man ein schönes Gedankenexperiment machen. Wenn man so ein kleines Teilchen, Aerogelteilchen hat, was ein paar Millimeter groß ist und skaliert es jetzt maßstabsgetreu auf die Größe von der EZB in Frankfurt, dann hätten sie ein riesiges Aerogelteilchen erzeugt, das wäre jetzt 200 Meter groß. Und wenn sie dann an dieses Teilchen rangehen und gucken in die Struktur rein, das ist ja offenporig, wie gesagt, dann wären die Poren von dieser Struktur ungefähr 1 Millimeter groß. Also das hilft mir so ein bisschen bei der Vorstellung, um welche Größenordnung das es dabei geht. Gut, zusammengefasst ist es so, die Dämmeigenschaften habe ich schon angesprochen. Was wir zusätzlich dem Material noch mitgeben, ist, wir machen es 100% hydrophob, wasserabweisend. Das heißt, dass flüssiges Wasser nicht in das Teilchen eindringen kann. Die Dämmeigenschaften sind auch unabhängig von dem Beisein von Feuchte, was ein Riesenvorteil ist im Vergleich zu anderen Dämmstoffen. Gleichzeitig ist das Material dampfdiffusionsoffen, das heißt, es ist nicht dicht, dampfdicht. Dampf kann durch das Teilchen durchdiffundieren. Und wir machen das Granulat auf mineralischer Basis. Das heißt, Sie haben ein extrem langzeitstabiles Produkt, ein gesundheitlich und ökologisch unbedenkliches Produkt. Und es löst natürlich auch die Probleme, die Sie insbesondere mit organischen Dämmstoffen haben, sprich die Brennbarkeit und die Frage, wie man die entsorgt oder rezykliert. Und damit bringt das Granulat eben alle nötigen Eigenschaften mit, um daraus einen guten, extrem wirksamen mineralischen Dämmputz zu machen, wie das die Hasit anbietet und über den jetzt der Herr Ellenrieder Ihnen noch weiter berichten wird. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Super, jetzt wissen wir, wie das funktioniert mit dem Aerogel. Und wir machen als Hasit, wir machen das jetzt so, wir formulieren einen Kalkputz und statten den mit Aerogelen aus statt Gesteinskörnung. Der Effekt ist, dass ich schon ab 3 Zentimetern ausreichend Wärme dämmen kann. Also ich muss keine 16, 13 Zentimeter Platten aufbringen. Ich habe nur ein Putzsystem, ein Putz statt Platte und Kleber. Der Vorteil, der sich da auch durch die Aerogele ergibt, aufgrund des Werkstoffs an sich, rein stofflich, es ist nur Kieselsäure und Luft. Das Material ist 100% recyclingfähig und wir haben festgestellt, dass es sich ideal in der Konservierung von Denkmälern eignet, weil es auch zu 100% wieder rückbaufähig ist. Hier sieht man eine Anwendung, das ist jetzt das Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe Mathildenhöhe, eine Künstlerkolonie. Und da gelingt es mit Aerogel-Dämmputz an der Fassade in unterschiedlichen Schichtstärken, diese gegliederten architektonische Highlight wiederherzustellen. Das ist auch so die häufigste Anwendung, die wir sehen, ist die Sanierung alter Gebäude. Ein wichtiger Faktor hierbei ist, dass wir über ein rein mineralisches Material sprechen, was sich genauso rein chemisch genauso verhält und genauso aussieht wie historische Baumaterialien. Der Vorteil ist natürlich, wenn man sich vorstellt, ich muss keine Platte mit einem Kleber
verarbeiten. Ich habe ein Putzsystem, Rundungen, architektonisch anspruchsvolle Situationen im Bestand und auch im Neubau. Sowas gibt es auch. Kann ich mit so einem Putzsystem halt ideal lösen. Ich habe ein sehr hohes Dämmvermögen. Das Dämmvermögen ist besser als annähernd oder mindestens so gut wie Polyurethan-Dämmplatte. Ich schaffe es dadurch einen schlanken Aufbau ohne eine Dämmplatte, ohne Fuge, ohne Hohlraum zu realisieren. Und das Material an sich, der Kalkputz plus das Aerogel, sind beide sehr hoch diffusionsoffen. Und gerade wenn es darum geht, um Feuchte- und Schimmelsanierung, wo man vielleicht mit Innendämmung arbeiten muss, da sind diese Eigenschaften natürlich ideal. Für uns ist es sehr schön, sowas zu sehen. Die Anwendung im Neubau funktioniert natürlich auch. Und da spielt der Aerogel-Hochleistungsdämmputz Fixit 222 seine volle Stärke aus. Ich habe mit nur 3 bis 5 cm Putzschicht, hier sehen wir auch eine starke Gliederung, statt einer 10 cm Dämmplatte habe ich schon einen ENEF-Standard. Ich kann mit einem einfachen Putzsystem in einer dünnen Auftragsschicht sehr, sehr, sehr viel realisieren. Das Material ist frei formbar, kann man sich vorstellen, frei modellierbar, was für einen Stuckateur natürlich super ist. Und wir reden hier über einen Aerogel-Dämmputz, der als einziger mit einer europäisch-technischen Bewertung, einer sogenannten ETA und einer Umweltproduktdeklaration ausgezeichnet ist. Ja, dann steht natürlich die Frage im Raum, was kostet es denn? Ich habe gehört, Aerogel-Dämmputz ist sehr, sehr teuer. Die Aerogele kosten was. Ja, das ist richtig. Leistungsfähigkeit kostet was. Hier sehen wir das mal ganz exemplarisch. Das funktioniert auch nicht überall in Deutschland. In den Großstädten ist die Rechnung noch extremer. Es ist definitiv so, dass wir beispielsweise im Vergleich mit einer Mineraldämmplatte mit 6 cm Schichtstärke eine Aerogel-Innendämmung machen können. Kosten 40 Euro pro Quadratmeter ungefähr mehr. Da wären wir bei 4.000 Euro. Der Flächenverlust, den ich hingegen habe, wenn ich das Ganze mit einer Dämmplatte mache, da brauche ich 16 cm mineralische Dämmplatte. Ich verliere Wohnfläche. Der Wohnflächenverlust, der kostet. Also gerade jetzt in unseren Metropolregionen, wenn wir so überlegen, München, Stuttgart, Hamburg, da ist diese Rechnung natürlich extrem. Und diese Rechnung, die schaut auch nicht auf die bauphysikalischen Vorteile und handwerklichen Vorteile und optischen Vorteile, die der Putz an sich so auch noch mitbringt. An der Stelle nehme ich gerne Ihre Fragen an. Ich kann mir vorstellen, dass es da einiges zu Fragen gibt. Wer sich den Putz in echt ansehen möchte und die Hasid uns kennenlernen möchte, mich kennenlernen möchte, der ist herzlich eingeladen zu uns an den Stand auf der Denkmalmesse in Leipzig, die jetzt dann Ende November stattfindet. Und falls wir Ihre Fragen jetzt auf Anhieb nicht beantworten können, natürlich können Sie uns auch im Nachgang kontaktieren. So, ich stehe für Fragen zur Verfügung. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Ellenrieder, Dankeschön auch für die sehr praktischen, unterschiedlichen Beispiele der Anwendung von Dämmputz. Sie haben gerade die Kostenrechnung aufgemacht beim Thema Innendämmung. Wenn das Außendämmung ist, ist der Kostenvergleich genauso? Also sind es auch 40 Euro pro Quadratmeter mehr? Das hängt natürlich von der Art der Außendämmung, mit der ich es vergleiche, hängt das ab. Wenn ich es natürlich mit einer EPS-Styroporplatte vergleiche, die ist unglaublich günstig, die ist unglaublich billig. Da kann Aerogel-Dämmputz nicht mithalten. Umgekehrt kann die EPS-Platte nicht mit den bauphysikalischen Eigenschaften mithalten. Und bei welchen Mehrkosten sind wir da? Da ist es dann schon mehr. Ich kann Ihnen da jetzt keine genaue Zahl sagen. Das ist auf jeden Fall bedeutend. Ist es auf jeden Fall schon ein Betrag.
über den man reden muss. Auf der anderen Seite ist es zum Teil gar nicht möglich, mit EPS oder mit Polystyrolplatten außen an denkmalgeschützten Gebäuden zu dämmen oder wo ich eben stuckierte Fassaden habe. Da tun wir uns sehr, sehr, sehr schwer. Das heißt, Sie sehen das Haupteinsatzfeld nicht generell bei älteren Gebäuden, sondern vor allem bei denkmalgeschützten Gebäuden mit kleinteiligen Fassaden? Ja, das ist bisher auch so das Gros der Anwendung. Dort sehen wir ganz, ganz viel, ebenso wie auf der Mathildenhöhe, besonders bei solchen Objekten, die schützenswert sind, die auch saniert werden müssen und auf energetisch einigermaßen auf einen nutzbaren Zustand gebracht werden müssen. Dort sehen wir den besonders hohen oder besonders starken Einsatz. Und in der Innendämmung, weil ich eben gerade bei einer Innendämmung auf Schichtdicken verzichten kann und über den entsprechenden Mehrpreis und die Flächeneinsparung amortisiert sich das Ganze. Ich würde gerne noch in der letzten Frage auf das Thema Recycling eingehen. Sie haben gesagt, das System ist 100% recycelbar. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also wo kommt es hin und was passiert damit? Also Sie können mit dem Bauschutt, mineralischer Bauschutt wird ja auch zu 100% recycelt. Also Sie können das Material, wenn es gebrochen ist, wenn der Bauschutt gebrochen wird, dann rieselt der Putz, der nur Kalk und Kieselsäure enthält, der rieselt als feines Pulver, bleibt der zurück. Und dieses feine Pulver kann entweder für Bodenverbesserungsmaßnahmen verwendet werden. Es ist im Prinzip nichts anderes als Sand. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, so ein Aerogel-Kügelchen besteht ja zu nahezu 99% aus Luft. Das heißt, wenn ich es recycle, die Luft ist zu 100% recyclingfähig. Und das, was wir als Bindemittel verwenden, Kalk, dafür gibt es die Baustoffrecycling-Wege. Also nichts Neues mussten wir uns da überlegen bezüglich Recycling. Das ist alles schon vorhanden. Okay, prima. Herr Ellenrieder, danke für Ihren Vortrag. War wirklich spannend, danke. Auch nochmal der kleine Ausflug in die Physik, um das wirklich besser zu verstehen, was eigentlich drin ist in einem Aerogel. Ich darf Sie verabschieden und gleichzeitig nochmal werde ich ganz massiv hingewiesen auf die Möglichkeit, sowohl Ihnen als auch dem Herrn Gärtner nochmal Fragen zu stellen für im Nachklapp. Die E-Mail-Adressen haben Sie eingeblendet.